In diesem Video sprechen wir darüber, wie wichtig Sexualität im Flirt ist, beziehungsweise ob Sexualität im Flirt überhaupt wichtig ist. Viel Spaß! Also ein Thema, das ich immer wieder angefragt bekomme: Hey Tim, wie wichtig ist es, dass ich schnell Körperkontakt aufnehme, dass ich sexuell bin, dass der Flirt sexuell ist? Und darauf will ich heute mal eingehen. Es gibt dazu verschiedene Meinungen und auch ich hatte zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Einstellungen dazu. Ich habe dir in einem der letzten Videos gesagt, dass du dir nicht den mega Stress machen musst und das ist auch so. Das heißt, du musst jetzt nicht auf dem ersten Date unbedingt zwanghaft Körperkontakt aufbauen. Also sobald etwas zwanghaft wird, sobald du das Gefühl hast, du musst es jetzt unbedingt machen, weil sonst passiert irgendwas Negatives, bist du in eine schlechte Richtung unterwegs. Trotzdem ist es relativ wichtig, dass du sexuell sein kannst und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du sexuell sein kannst, dann musst du es nicht unbedingt. Die Frau muss nur das Gefühl haben, okay, da ist Sexualität in dir vorhanden, beziehungsweise du fühlst dich auch nicht unwohl, mit ihr auf so einer Mann-Frau-Ebene zu agieren. Also eine Mann-Frau-Ebene bedeutet einfach eine Flirt-Ebene. Eine Ebene, wo du ihr entweder direkt oder vielleicht noch ein bisschen besser indirekt kommunizierst, hey, du gefällst mir. Eine Ebene oder eine Konversation, in der du mit ihr wirklich auch flirtest. Das ist schon wichtig. Und wenn du das leisten kannst, wenn klar ist, es ist eine Mann-Frau-Interaktion, dann sind solche Sachen wie schnell Körperkontakt aufbauen oder schnell körperlich werden nicht so wichtig. Ja, du kannst es machen, wenn du relativ schnell auch körperlich werden willst. Kannst du. Du musst es aber an der Stelle nicht. Es ist kein Muss. Das viel Wichtigere ist, dass du generell in der Lage bist, Körperkontakt aufzubauen, dass du generell in Ordnung mit deiner Sexualität bist und die Sexualität auch rüberbringen kannst im Flirt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Augenkontakt haltet, du und die Frau, was ja da kann Sexualität entstehen, dass du dann nicht dich sehr unwohl fühlst mit dieser Spannung, die da entsteht und den Augenkontakt abbrichst. Oder dass, wenn sie dich berührt, du dich in dich zurückziehst, weil du, oh mein Gott, sie hat mich berührt, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Das sind die Sachen, die tatsächlich problematisch sind. Nicht die Sexualität an sich. Wenn du in Ordnung mit deiner Sexualität bist, und das wirst du natürlich durch Erfahrung, dann musst du sie nicht so rausschmeißen, sage ich mal. Dann kannst du damit, und das ist viel besser, so ein bisschen spielerischer umgehen. Im Sinne von, sie ist sich nie so ganz sicher. Werdet ihr miteinander schlafen? Stehst du jetzt auf sie? Stehst du nicht auf sie? Das ist so ein bisschen dieses Flirten, dieses Spiel. Wichtig hierbei ist, wenn wir das Wort Spiel benutzen, ich meine damit nicht, benutze es, um zu manipulieren, sondern benutze es, um Spaß zu haben mit der Frau. Denn ganz ehrlich, das ist doch am Ende des Tages sowieso das, warum wir da sind oder warum wir das Ganze machen. Wir wollen einfach Spaß haben, wir wollen eine schöne Zeit haben, wir wollen genießen zusammen mit dieser anderen Person, mit der Frau in dem Fall. Das heißt, sexuell sein nicht so wichtig, außer du kannst es nicht, dann ist es ein Problem. Das heißt, wenn ihr über drei Treffen nicht zu einem Kuss oder zu sexuellen Handlungen kommt, aber ihr berührt euch ab und so weiter und es ist wirklich sexuelle Stimmung in der Luft, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Solange du das wirklich machst, weil es dir Spaß macht, solange du es machst, um so ein bisschen die Spannung aufzubauen. Wenn ihr euch jetzt aber dreimal trefft und vielleicht sind ein bisschen Berührungen da, aber du fühlst dich generell komplett unwohl mit diesem Thema, mit dem Berührungsthema, mit dem sexuellen Thema, dann kann es ein Problem sein und dann kann es dazu führen, dass du in der Friendzone landest. Und jetzt schauen wir uns mal an, was kannst du denn machen, um mit deiner Sexualität besser klarzukommen? Zum einen habe ich ja gesagt, ja, du musst einfach Erfahrung sammeln. Also je mehr du sexuell bist und je mehr sexuell du auch flirtest, je mehr Mann zu Frau du mit einer Frau bist, desto mehr gewöhnst du dich dran. Das ist natürlich klar. Am Anfang jedes Prozesses, am Anfang jeder Neuerung in deines Lebens wird sich das erstmal komisch anfühlen. Es wird sich erstmal komisch anfühlen, sexuell zu sein. Es wird sich erstmal komisch anfühlen, zu flirten, Mann, Frau zu sein, die Frau zu necken. So ein bisschen dieses Flirtspiel zu spielen. Klar wird sich das komisch anfühlen, war bei mir auch so. Man muss sich ja dran gewöhnen. Ne? Aber wie bei allen neuen Sachen, so wie beim Fahrradfahren beispielsweise, wirst du dich mit der Zeit dran gewöhnen und dann wird es Spaß machen, dann wird es ganz natürlich. Und so könnte man argumentieren, entstehen auch Persönlichkeitseigenschaften. Du könntest sagen, ach, flirten, das bin ich einfach nicht. Ja, klar könntest du das sagen, aber wenn du es jetzt ein halbes Jahr regelmäßig machst, dann ist es so natürlich für dich, dass man wieder argumentieren könnte, flirten, das bin ich einfach. Und an der Stelle siehst du, die Persönlichkeit ist da sehr formbar. Das heißt, nur weil du von dir selbst den Eindruck hast, so bin ich nicht, muss das nicht so sein, muss das nicht tatsächlich richtig sein. Probier es, lerne es, probier es aus. Zusätzlich habe ich letztens die Frage bekommen, wenn ich noch nicht Sex hatte, sollte ich dann zu einer Prostituierten gehen? Ist das vielleicht eine Sache, mit der ich sexuelle Erfahrungen sammeln kann oder vielleicht den ganzen Sex demystifizieren kann? Und das kannst du machen, wenn du willst, ja.
Wenn du wirklich merkst, du hast so eine extreme Blockade da. Nur muss dir klar sein, dass das, was du da mit der Prostituierten haben wirst, einfach. Ja, es hat nicht wirklich viel mit echtem Sex zu tun. Schon allein, weil es auf dieser Geld- und Sexbasis beruht. Ne? Also klar kannst du es machen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, aber dir muss klar sein, dass es nicht das ist, was es im Endeffekt ist. Ne? Du hast dann nicht wirklich guten Sex erlebt oder Sex, wie er sein kann, sondern einfach nur bezahlten Sex. Ne? Also ja, kannst du. Es ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Wenn es dich komplett blockiert, ja. Die andere Sache, die du machen kannst und solltest, wenn du merkst, okay, da habe ich so meine Blockaden, außer es natürlich zu machen, wie ich gerade gesagt habe, ist, setz dich mal hin und denk mal rein logisch darüber nach. Was habe ich denn vielleicht für Einstellungen gegenüber diesem Thema? Ich hatte zum Beispiel mal jemanden in meinem Coaching, einen jüngeren Mann, mit dem ich gearbeitet habe, der aus einer sehr katholisch angehauchten Familie kam und der sich dann aber dafür entschieden hat, in diese andere Richtung gehen zu wollen. Und dann, ja. Das war natürlich so ein Gedankenmuster, was ihn einfach aufgehalten hat. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt mit diesem Gedankenmuster, haben darüber geredet, haben es auch reflektiert. Und das hat ihm dabei geholfen, sich daraus lösen zu können. Das heißt, sich hinzusetzen, das kannst du auch nach diesem Video machen, wenn du das Video geguckt hast, sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, was habe ich vielleicht für Blockaden, wenn es um das sexuelle Thema geht, was habe ich vielleicht für Einstellungen dazu, das ist auch ganz wichtig. Was habe ich für Einstellungen dazu? Zum Beispiel, oh Mann, Frauen wollen keinen Sex mit fremden Männern oder Frauen wollen keinen Sex, die tun das nur, um die Männer glücklich zu machen oder was auch immer. Stell dir vor, du hättest solche Einstellungen. Dann ist natürlich klar, dass du nicht gerade, ja, dich viel trauen wirst, sexuell zu sein. Wenn du aber beispielsweise die Einstellung hast, Frauen haben noch genauso gerne Sex wie Männer, vielleicht noch viel mehr gerne Sex als Männer. Angenommen, es wäre deine Einstellung, geht es unabhängig davon, ob das wirklich wahr ist oder nicht, dann ist natürlich klar, dass du mit einer ganz anderen Sache, also mit einer ganz anderen Einstellung rangehst, mit einer ganz anderen Motivation. Deswegen überleg dir halt mal, was sind deine Glaubenssätze, worauf beruhen deine Glaubenssätze, wo kommen die her und was gibt es vielleicht für andere Glaubenssätze, die dir mehr helfen könnten? Und was kennst du vielleicht für Beweise, die dir zeigen könnten, dass diese neuen Glaubenssätze wahr sind? Ne? Also beispielsweise der Glaubenssatz, Frauen haben nicht gerne Sex. Nehmen wir mal an, dein Vater hat dir das beigebracht, jetzt als Beispiel. So, dann merkst du, okay, das ist nicht so der geile Glaubenssatz und mein Vater, das ist der Einzige, der mir das jemals so gesagt hat, das ist vielleicht auch nicht besonders glaubwürdig dann. Ne? Eine Person sagt dir irgendwas und du denkst, das ist die absolute Wahrheit. Naja. So, und jetzt kommst du zu der Idee, okay, es wäre hilfreich für mich, wenn ich denken würde, hey, Frauen haben sehr, sehr gerne Sex, vielleicht noch viel lieber als Männer. Und jetzt guckst du mal und schaust, gibt es irgendwelche Beweise in meinem Leben, die ich dafür finden kann, weil du musst verstehen, dass wenn du eine Einstellung hast, du immer nur die Beweise suchst, die deine Einstellung bestätigen. Das gibt uns Sicherheit. Und jetzt wollen wir mal aktiv schauen, gibt es denn Gegenbeweise oder habe ich Beweise für dieses neue Mindset? Und wenn du genau hinguckst, wirst du in den meisten Fällen feststellen, dass da gibt es Beweise. Vielleicht hast du ein paar Freunde, die regelmäßig Sex haben, wo du merkst, ah, okay, Frauen scheinen das wirklich zu wollen unter den richtigen Umständen. Ne, vielleicht, ja, weiß nicht, hast du eine Freundin, die immer mal von sexuellen Geschichten erzählt oder was auch immer. Einfach such diese Gegenbeweise, die es in den meisten Fällen gibt und so stärkst du deine neue Einstellung. Wenn du diese Sachen kombinierst, die Erfahrung zu machen und das richtige Mindset, die richtige Einstellung, die du natürlich entwickeln musst und das spielt alles zusammen, dann wirst du mit deiner Sexualität in Ordnung sein, dann wirst du entspannt sein mit deiner Sexualität und dann musst du sie nicht raushängen lassen, aber du wirst sie ganz automatisch einfließen lassen in deine Flirts. Das ist die Antwort zu der Frage, wie sollte man mit Sexualität im Flirt umgehen? Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib sie mir in die Kommentare. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren, auch auf die Glocke drücken, dann verpasst du kein Video mehr. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Die neuen Coaching-Plätze für nächstes Jahr sind jetzt offen. Hier unten rechts geht es zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.